Einen schönen guten Abend. Wir sind live mit ZDF heute live. Seit heute geht es ans Eingemachte, denn SPD, Grüne und FDP haben ihre Koalitionsverhandlungen gestartet. Und der Zeitplan für die Bildung einer neuen Regierung ist absolut optimistisch. Um Nikolaus herum, also Anfang Dezember, soll Olaf Scholz schon zum neuen Bundeskanzler einer ersten Ampelkoalition auf Bundesebene wäre das gewählt werden. Soweit so schön, aber so ein paar Punkte gilt es ja vorher doch noch zu klären und vor allem die Frage, woher denn das Geld für diese ehrgeizigen Pläne kommen soll. Wir erhoffen uns Antworten heute Abend von Juso-Chefin Jessica Rosenthal und von Jens Teutrine, Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen. Einen schönen guten Abend Ihnen beiden. Guten Abend. Guten Abend. Wir wollen gleich mit Ihnen sprechen. Geben Sie uns vorher noch 2 Minuten, damit Lars Bonsack uns auf den neuesten Stand bringen kann, wie es denn heute gelaufen ist. Die äußeren Umstände am Verhandlungsort waren heute eher widrig. Drinnen aber verbreiten SPD, Grüne und FDP Optimismus und überraschen mit einem ambitionierten Zeitplan. Die Koalitionsverhandlungen sollen deutlich früher als bisher geplant beendet werden. Weil wir sehr ehrgeizig sind und Ende des Monats November ein Vertragswerk vorliegen haben wollen, das es uns ermöglicht, in der Woche vom 6. Dezember einen Bundeskanzler für die Bundesrepublik Deutschland zu wählen und eine Bundesregierung zu bilden. Ein straffer Zeitplan also für die 22 Verhandlungsgruppen, die zudem weder an den Wochenenden noch bis tief in die Nacht arbeiten sollen. Sie tragen die volle Verantwortung für die Ergebnisse. Die Arbeitsgruppen haben den klaren Auftrag bekommen, dass Konflikte dort geklärt werden sollen. Also man kennt das ja aus anderen Verhandlungen auch, dass es dann am Ende Schlusspapiere von Arbeitsgruppen gibt, wo 20, 30 Klammern drin sind, die dann in der Hauptverhandlungsrunde geklärt werden sollen. Da haben wir explizit gesagt, es soll in den Arbeitsgruppen sollen Konflikte geklärt werden. An den Beschlüssen, die bereits im Sondierungspapier festgehalten sind, soll in den Koalitionsverhandlungen nicht mehr gerüttelt werden. Dort geht es dann aber um die wirklichen Knackpunkte, wie zum Beispiel die Steuer- und Finanzpolitik. Es ist ja auch nicht die Aufgabe von Sondierungen, zu allen fachlichen Themen schon Lösungen zu präsentieren, sondern das ist Aufgabe dann der Koalitionsverhandlungen und der Arbeitsgruppen dafür, Lösungen zu finden und auch Themen zu diskutieren. Kommenden Mittwoch beginnen die Verhandlungsgruppen mit ihrer Arbeit. Zu tun gibt's noch reichlich. Jessica Rosenthal und Jens Teutrine sind heute Abend vor allem da, um zu ihren Fragen Antworten zu geben oder zu ihren Kommentaren Stellung zu beziehen. Deshalb bitte einfach in die Kommentarspalten reinschreiben oder an die Adresse schicken, die Sie jetzt hoffentlich eingeblendet sehen. Da ist sie. Frau Rosenthal, Sie waren heute Morgen ja schon bei uns im ZDF MoMA und da haben Sie gesagt, Sie fänden das gut, wenn eine neue Regierung bis Weihnachten stehen würde. Jetzt soll es sogar schon Nikolaus werden. Wie realistisch bewerten Sie diesen Zeitplan? Also ich muss sagen, ich teile den Optimismus total, den auch heute die Parteispitzen verkündet haben. Ich finde, es ist ein straffer Zeitplan, aber wir haben ja auch gesehen und ich hoffe, dass das wirklich auch bildend ist für die politische Kultur, die wir haben, dass man eben sehr diszipliniert verhandeln kann, auch vertraulich. Und das ist natürlich jetzt auch Vorbild für die weiteren Koalitionsverhandlungen. Und ich zumindest für meinen Teil bin fest entschlossen, genau diese Erwartungen jetzt auch zu erfüllen. Das Land hat so viel vor sich und da müssen wir so schnell es geht auch anfangen. Also ich finde das genau richtig so, wie es vorgestellt ist und freue mich drauf, das jetzt auch einzuhalten. Also großer Optimismus bei den Jusos. Herr Teutrine, wie ist das bei Ihnen? Nach Ihren Erfahrungen bei Koalitionsverhandlungen mit der FDP müssten Sie ja jetzt eigentlich zittern bis zum Schluss. Nee, ich muss nicht zittern bis zum Schluss. In Nordrhein-Westfalen habe ich begleitet als Landesvorsitzender der Jungen Liberalen die Verhandlungen zu einer schwarz-gelben Landesregierung. Da mussten wir auch nicht zittern. Es gibt zwar keinen Ampelautomatismus, ich finde es aber gut, dass wir im politischen Stil uns auch hier Vorbild nehmen, dass da beispielsweise die Arbeitsgruppe einzelne Kompromisse schließen, dass wir nicht zu lange verhandeln. Ich glaube, das war ein großes Problem letztes Mal bei Jamaika. Da wurde ja nicht mal, es war ja nicht mehr der Beginn von Koalitionsverhandlungen, sondern man hat so ewige Sondierungen
Sondierungen geführt, wo immer die Unterschiede betont wurden und das betont wurde, was eigentlich trennt. Und jetzt soll das Ziel sein, Gemeinsamkeiten und Kompromisse zu finden, das in einer schnellen Taktung, da jetzt schon eine Grundlage auch gelegt wurde. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass wir das auch positiv begleiten werden. Ihre Parteien haben zusammen mit den Grünen ja schon ein Sondierungspapier erarbeitet, in dem auch tatsächlich schon einiges drinsteht. Und die wichtigsten Punkte hat meine Kollegin Farah Schlink nochmal zusammengefasst. Koalieren geht über Finanzieren. So scheint es bei den Ampelpartnern gerade zu heißen. Doch wer soll am Ende alles bezahlen? Nach einer vom Bundesverband der deutschen Industrie vorgelegten Studie sind in Deutschland Investitionen von 860 Milliarden Euro notwendig, alleine um die Klimaziele für das Jahr 2030 zu erreichen. Im Ampel-Sondierungspapier kommen zudem viele weitere Wunschprojekte dazu. Die Modernisierung der Infrastruktur zum Beispiel. Dafür seien wohl Investitionen von rund 50 Milliarden Euro pro Jahr notwendig. Über Gesellschaften sollen diese gestemmt werden. Wie das genau aussehen soll, ist noch unklar. Die Schuldenbremse jedenfalls solle nicht aufgeweicht werden. Fest versprochen sei auch, keine neuen Substanzsteuern und Steuern wie Einkommen, Unternehmens- und Mehrwertsteuer nicht zu erhöhen. Auch nicht für das notwendige Geld, um den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie das Bildungswesen zu digitalisieren. Oder das Vorhaben, mehr bezahlten Wohnraum zu schaffen. Ziel sei der Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen. Überhaupt soll überall gefördert, gestärkt und entlastet werden. Die Forschung und die Landwirtschaft sollen demnach auch nicht zu kurz kommen. Wie aber geht diese Rechnung auf? Die Ampel steht auf Grün für ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen. Finanzierung unklar. Ja, die Frage gebe ich gerne an Sie beide weiter. Wer soll das bezahlen? Frau Rosenthal, vielleicht fangen Sie an. Naja, ich habe ja in der Vergangenheit oder in den vergangenen Tagen schon deutlich gemacht, dass ich es natürlich sehr schade finde, dass die Vorschläge, die wir gemacht haben als SPD, nämlich die mittleren und unteren Einkommen zu entlasten und dafür in der Spitze eben eine andere Verteilung auch möglich zu machen, dass die nicht sich im Sondierungspapier wiederfinden. Wir haben auch eine Vermögenssteuer vorgeschlagen. Das ist jetzt nicht drin in dieser Koalition. Ich glaube, damit muss man jetzt auch umgehen, damit muss man auch leben. Und deshalb stellt sich genau die Frage, wie soll man es stattdessen machen? Ich möchte da aber vor allem den Blick nochmal drauf lenken, was kostet es uns eigentlich, wenn wir das nicht tun? Und ich glaube, gerade in dieser Corona-Pandemie haben wir diese Auswirkungen sehr krass gesehen. Also wenn ich kein Homeoffice machen kann oder auch kein Homeschooling, habe ich auch erlebt bei meinen Schülerinnen und Schülern, dann kann ich nicht lernen, dann kann ich nicht arbeiten. Und das schadet unserem Wirtschaftsstandort. Da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn wir in der Technologie nicht wirklich richtig weitermachen, auch forschen, entwickeln, Innovationen fördern, wenn wir nicht die Energie am Ende haben, mit der dann auch Industrie bezahlbar produzieren kann. Das sind alles Sachen, die wir uns aus meiner Sicht nicht leisten können. Und von daher geht es um diese Zukunftsinvestitionen. Die stehen also nicht zur Debatte, sondern die Frage, wie man es finanziert. Und die ist auch für mich weiterhin offen. Okay, Herr Teutrine, Frau Rosenthal bedauert, dass es keine Vermögensteuer gibt und eben dieses Thema Umverteilung so nicht kommen wird. Sie müssten das doch feiern. Wir haben dafür im Wahlkampf geworben und das hat auch seine Gründe. Wenn man über Vermögenssteuer spricht, dann hört sich das immer so an, wie da haben ganz viele Leute irgendwie Geld auf Bankkonten rumliegen und das müssen wir denen jetzt mal wegnehmen und dann kann der Staat mal ordentlich investieren. Die Realität ist bei einer Vermögenssteuer eine andere. Vermögen sind die Gebäude, die Substanz der Unternehmen, Anlagen, Maschinen, also das ist gebundenes Kapital und wir haben in der Corona-Pandemie Unternehmen mit Unternehmenshilfen gerettet und zu glauben, wenn wir jetzt die Unternehmen mit einer Vermögenssteuer und die Substanzbesteuern belasten, dann würden wir am Ende mehr Steuereinnahmen haben, ist falsch. Denn bevor wir überhaupt Steuereinnahmen kriegen, muss überhaupt etwas erwirtschaftet werden. Und deswegen ist es nach einer wirtschaftlichen Krise ein richtiges Signal, dass die Unternehmen nicht noch mehr belastet werden. Und deswegen finde ich diese Absage auch korrekt und richtig, dass wir das so festgehalten haben. Und es gibt ja kein Bekenntnis zur schwarzen Null, sondern zur Schuldenbremse. In der ist es durchaus möglich, auch für Investitionen Geld zum Beispiel über Kredite aufzunehmen. Und sicherlich müssen wir uns über die Finanzierung jetzt auch noch mal sprechen in den Verhandlungen. Ein Sondierungspapier ist kein Haushaltsplan. Ich habe aber vielleicht etwas mehr Vertrauen als Jessica in den Finanzminister Olaf Scholz. Der kennt seinen Haushalt sehr, sehr gut und der weiß, glaube ich, schon, was dort möglich ist und was nicht möglich ist. Frau Rosenthal, da muss ich Sie direkt fragen, vertrauen Sie Olaf Scholz nicht?
Ich vertraue Olaf Scholz 100%ig und ich freue mich sehr, dass er der zukünftige Kanzler unseres Landes wird. Mir geht es dabei also weniger darum, was hat der Finanzminister bis hierher getan. Olaf Scholz wird ja Kanzler und nicht Finanzminister, sondern was machen wir in Zukunft? Und da muss ich einfach sagen, ist die Mehr zu sagen, die Vermögen wachsen ja gar nicht und das ist irgendwie nur eine Unternehmensfrage, das ist einfach falsch. Wir sehen, dass die Hälfte der Bevölkerung kein Vermögen hat und wir sehen vor allem, dass in der Zeit meiner Lebensspanne die privaten Investitionen massivst zurückgegangen sind. Das heißt, den Investitionsstau, den wir haben, haben wir auch auf privater Seite. Das hat viele Gründe. Das hat sicherlich auch den Grund, dass Politik gerade in den letzten Jahren eigentlich sich gescheut hat, davon eine Weichenstellung vorzunehmen. Das können wir jetzt anders machen, das können wir jetzt besser machen. Beispielsweise, wenn wir sagen, ja, wir wollen Elektromobilität und das ist jetzt auch die Weichenstellung, die wir gehen. Wir wollen erneuerbare Energien. Da gibt es jetzt klare Bekenntnisse, die auch das Sondierungspapier schon liefert. Und das ist dann, glaube ich, auch das, was wir mit Aufbruch meinen, was wir mit Fortschritt meinen. Und da kann ich dann auch wieder eine Gemeinsamkeit mit Jens herstellen, weil ich glaube, das meinen wir dann beide. Und da können wir, glaube ich, dann auch Unternehmen und den Staat beide zusammen dazu begeistern, auch zu investieren. Jetzt muss man ja sagen, deutsche Top-Ökonomen loben das Sondierungspapier ja im Großen und Ganzen. Aber auch denen ist noch nicht so ganz klar, wie das Ganze finanziert werden soll. Wir hören mal kurz rein, was DIW-Chef Fratscher dazu denkt. Na, seriös ist das nicht, weil das ist gar nicht machbar. Dieser Spagat, sehr viel mehr Geld ausgeben zu wollen, 50, 60 Milliarden Euro mehr pro Jahr, gleichzeitig keine Mehreinnahmen, also sprich keine zusätzlichen Steuern. Und man will auch noch die Schuldenbremse einhalten, die man schon ohne die Mehrausgaben verfehlen würde. Dieser Spagat ist gar nicht möglich. Und da muss man sich ehrlich machen und sagen, wie will man das leisten? Ich glaube, wichtig ist eine Prioritätensetzung. Wo will man die oberste Priorität legen? Will man sagen, auf jeden Fall Schulden abbauen? Oder will man sagen, Zukunftsinvestition, das ist das Wichtigste? Und das muss eine Koalition oder eine vermeintliche Koalition jetzt ganz dringend als erstes klären. Und Fratscher plädiert ja jetzt dafür, kurzfristig mehr Schulden aufzunehmen und zumal die Schuldenbremse ja auch im kommenden Jahr noch ausgesetzt ist. Aber da heißt es ja auch, das kann nicht der Weg sein. Was wäre denn dann der Weg, Herr Teutrine? Ja, ich könnte einen politischen Vorschlag auch präsentieren. Wir haben noch sehr viele Aktienanteile, zum Beispiel an der Post oder an der Telekom. Das sind 40 Milliarden Euro, die der Staat da besitzt. Die könnten wir veräußern und direkt investieren. Und was man auch berücksichtigen muss, die meisten Investitionen passieren gar nicht aus staatlicher Hand, sondern aus privater Hand. Das Verhältnis ist 1:9. Und deswegen ist es so wichtig, und damit fängt das Sondierungspapier an, das Land auch zu entfesseln. Wir wollen die Genehmigungsverfahren auf die Hälfte reduzieren, damit es attraktiver ist zu investieren. Es braucht Planungssicherheit, wohin die Reise hingeht. Da gibt es einen Weg, also wie man private Mittel auch losmachen kann, damit in Zukunft dort mehr investiert wird. Und deswegen gibt es dann ja auch Wachstum und es gibt ganz viel ein Abschreibungssonderprogramm, Sofortprogramm wird das genannt, um Wachstumsimpulse zu setzen, um dann auch in den späteren Haushaltsjahren wieder mehr Einnahmen zu generieren. Herr Teutrine, ich habe eine Frage an Sie auf YouTube. Da müssen Sie mir aber versprechen, dass Sie die so erklären, dass es auch jeder versteht. Wie gewichtet die FDP das Thema der steuerfreien Veräußerung der Gewinne aus Wertpapieren nach langer Haltedauer? Das wäre ein großer Schritt für die Stärkung der privaten Altersvorsorge. Ich habe das selbst nach den Ergebnissen der Sondierungspapieren als eine Forderung, die wir junge Liberale noch an das Koalitionsgespräch haben, genannt. Da geht es um die sogenannte Spekulationsfrist. Also wenn jemand eine gewisse Haltedauer hat bei Aktien, Wertpapieren oder ähnliches, dass er dann nicht nochmal Steuern darauf zahlen muss. Beispielsweise bei Immobilien gibt es das schon, wenn man das 10 Jahre hält. Und da geht es dann nicht um Spekulanten, die kurzfristig irgendwie Gewinne generieren wollen, sondern da geht es um Altersvorsorge, private Vorsorge. Und ich finde, wenn wir über Vermögensungleichheiten sprechen, sprechen wir doch auch darüber, wie wir die vielen kleinen Einkommen und mittleren Einkommen dazu befähigen, sich auch Vermögen aufzubauen. Und deswegen ist das für mich ein wichtiger Punkt. Und eine Säule auch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die anderen Parteien bereit sind, da einen Kompromiss zu finden. Frau Rosenthal, ich habe hier noch einen Kommentar, zu dem Sie bitte was sagen können. Da schreibt ein User, ich halte das für finanzierbar. Vermögensteuer gab es schon mal, hat kein Geld eingebracht. Kosten der Verwaltung waren genauso hoch wie die Einnahmen. Weniger Steuern führen zu mehr Steuereinnahmen. Also für mich ist in jedem Fall ganz klar, dass es
dass die Vermögenssteuern eine wichtige Frage gewesen wäre, auch eine wichtige Frage, die Einkommen durchaus generieren kann. Es kommt ja auch darauf an, wie man das macht. Es geht dabei auch um Umverteilung und da möchte ich schon gerne auch mit einer Mehr aufräumen, wenn wir schon über Altersvorsorge sprechen, was jetzt ja auch angeklungen ist, dass man einfach privat vorsorgen kann. Die Hälfte der Bevölkerung und übrigens bei den unter 35-Jährigen ist es noch eklatanter, die Ungleichheit, die wir vorfinden, kann nicht privat vorsorgen. Ich bin voll dabei zu sagen, mittlere und untere Einkommen müssen Vermögen aufbauen können. Ja, genau darum geht es. Deswegen brauchen wir Mindestlohn, deswegen müssen wir den Niedriglohnsektor bekämpfen. Deswegen reden wir auch darüber, dass wir zum Beispiel Arbeitsplätze brauchen, die gut bezahlt sind und nicht befristet sind. Das sind alles Punkte, die dann ja im besten Fall auch dazu führen. Aber es geht eben nicht darum zu sagen, die obersten Prozent, das sind jetzt die, die wir entlasten müssen und dann läuft es schon. Also das ist einfach eine Mehr. Nur wie gesagt, ich gucke jetzt nicht zurück. Ich arbeite mit dem Sondierungspapier, was wir haben. Da sind auch gute Umverteilungsaspekte drin. Wir wollen, dass gerade mittlere und untere Einkommen besser klarkommen, dass nicht die Lebenshaltungskosten, die Mietkosten, die immer weiter steigen, irgendwie allen über den Kopf wegwachsen und man das Gefühl hat, Klimawandel kann ich jetzt nicht auch noch machen. Das geht nicht und deswegen sind da schon gute Punkte drin, aber mir geht es ganz klar auch darum, noch mehr soziale Gerechtigkeit da rein zu verhandeln und dann bin ich nicht bei der Veräußerung von Postaktien oder Telekom-Aktien. Im Gegenteil, da werde ich mich massiv gegen wehren, weil ich schon glaube, dass wir Daseinsvorsorge in der Hand des Staates brauchen, aber wie gesagt, da werden wir ja sicherlich noch diskutieren und das sieht man vielleicht auch. Es gibt auf jeden Fall auch Diskussionsbedarf. Trotzdem bleibt ja die Frage, woher dieses ganze Geld für diese ehrgeizigen Pläne ja kommen soll. Denn es heißt, es soll keine neuen Steuern geben. Die Schuldenbremse soll ja aber auch nicht aufgeweicht werden. Und dann ist zum Beispiel die Rede davon, dass im Bundeshaushalt noch Spielraum wäre. War es ja bisher zum Beispiel für Schulen oder Einrichtungen dieser Art auch nicht. Woher soll denn jetzt das Geld kommen? Naja, also wir haben ja schon einige Vorschläge, wenn ich vielleicht da einfach mal den Anfang mache, die auf dem Tisch jetzt sind. Und wenn wir sagen, und das sagt die Koalition ja jetzt schon im Sondierungspapier, es geht um Zukunftsinvestitionen, dann heißt das eben auch, dass wir gerade die investiven Kosten, die wir haben, und da wird es nicht nur Private geben, ich gebe dir vollkommen recht, Jens, dass es auch Private braucht und gerade auch Private, die wir befähigen müssen jetzt, und dann finde ich diese Richtungsentscheidungen, die ich schon angesprochen habe, wichtig, dass sie investieren, aber wir brauchen auch staatliche und das steht, glaube ich, außer Frage. Und ich glaube, wo ich mir auch einig bin mit der FDP und auch mit euch als Julis, das ist die Frage, wie macht man dann solche Investitionen? Wir sehen ja zum Beispiel, dass noch große Töpfe gerade im Bildungsbereich eigentlich fast gar nicht ausgegeben sind und da sind dann ja durchaus noch Spielräume. Und da frage ich mich dann aber, geht es uns jetzt auf Bundesebene darum, einfach einen Topf zu schaffen und nicht dafür zu sorgen, dass das Geld vor Ort ankommt, dass in Schultoiletten keiner sich hintraut, weil man die einfach nicht benutzen kann, keiner irgendwie eine digitalisierte Schule vorgefunden haben, aber wir auf Bundesebene sagen, hier, da gibt es doch einen Topf. Also wenn ich über Förderung spreche, wenn ich auch über staatliche Aufgaben spreche, wo wir viel mehr machen müssen, dann sollte es darum gehen, dass das Geld auch abfließt. Und da haben wir gerade bei der Frage Bildung echt noch viel zu tun. Außerdem heißt es ja im Sondierungspapier, dass die mögliche neue Regierung auf Zusatzeinnahmen setzen würde. Zum Beispiel heißt es Geld aus Steuervermeidung oder sie rechnen mit Milliardeneinnahmen aus einer geplanten globalen Mindestbesteuerung von Konzernen, die ja angedacht ist, aber auch noch nicht konkret. Da weiß ja jetzt eigentlich keiner, wie viel da jetzt zusammenkommt. Ist das nicht so ein bisschen vage für eine solide Finanzierungsgrundlage? Also einen Baukredit würden Sie so nicht bekommen, Herr Teutrine. Ja, ich wollte das nochmal auch betonen, was auch Jessica gerade schon gesagt hat. Wir haben ja, und das konkret mal machen, es gab ja diesen sogenannten Digitalpakt, wo dann die Schulen Mittel vom Bund bekommen haben, um in die Digitalisierung investieren zu können. Und davon ist nur ein Bruchteil der Mittel abgeflossen. Also der Staat ist viel, viel zu bürokratisch auch an vielen Stellen. Und deswegen stimme ich da vollkommen zu, dass wir da am besten sogar noch einen Digitalpakt 2.0 brauchen, der ein bisschen besser abfließt. Aber auch um Ihre Frage zu beantworten, ein Mittel ist, und das ist ganz fest dort auch verankert in den Sondierungspapier, dass wir halt die Wirtschaft wieder ankurbeln durch unser Abschreibungs-Sofortprogramm, was wir da wollen. Das führt nämlich dann schon mittelfristig dafür für die nächsten Haushaltsjahre dazu, dass es insgesamt mehr Steuereinnahmen gibt, ohne dass man gleich immer Steuern erhöhen muss, weil das kann durchaus den Negativeffekt haben, dass am Ende gar nicht mehr eingenommen wird. Ich habe einen Vorschlag eben gemacht, wie wir beispielsweise 40 Milliarden Euro investieren könnten durch die Telekom-Anteile und die Post-Anteile. Ich glaube, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer, der sollte die nicht halten. Wir gucken mal in den Koalitionsverhandlungen, ob das alles so konsequent
konsequent ablehnen wie Jessica. Ich würde mich dann aber auch immer freuen, wenn ein Gegenvorschlag beispielsweise kommt. Und ich glaube, das wäre schon ein guter Mittel, um nachher mehr zu investieren. Okay, dann wollen wir mal dieses Finanzierungsthema dabei beschließen. Es ist halt einfach noch nicht klar und noch nicht beschlossen. Das müssen wir fairerweise auch konstatieren. Frau Rosenthal, ich habe eine Frage an Sie von Franka. Sie schreibt auf Facebook, ist eine Bildungsreform geplant, ein modernes, gerechteres Bildungssystem? Sie sitzen ja in der entsprechenden Arbeitsgruppe. Was können Sie uns berichten? Genau, also es ist nicht so, dass ich in Bildung weiter verhandle, sondern es gab da noch mal eine Änderung, sodass ich jetzt den Bereich Arbeit und Ausbildung verhandeln kann. Trotzdem kann ich natürlich sagen, was meine Erwartungshaltung und auch die Dinge sind, für die wir als SPD einstehen und wo ich aber auch sehe, und das muss ich wirklich sagen, das Sondierungspapier ist im Bildungsbereich stark. Jens, ich weiß nicht, wie du das beurteilst, aber ich habe mich echt gefreut, als ich das gelesen habe. Da geht es nämlich genau darum, noch weiter zu investieren. Da geht es vor allem um langfristige Finanzierung. Ich kann das nur sagen. Wenn man immer wieder sagt, jetzt machen wir mal plötzlich was und dann stehen die Kommunen da, hatten gar nicht die Personalkapazitäten, um zu planen, die Schulen sowieso nicht, immer noch mehr bürokratische Hürden, um das Geld überhaupt zu bekommen, das funktioniert nicht. Und deshalb ist diese langfristige Finanzierung wirklich stark und ich glaube, dass wir da schon einer Bildungsrevolution ziemlich nahe kommen. Ich kann natürlich als JUSO-Vorsitzende sagen, wenn ich von Bildungsrevolution spreche, dann kann ich mir auch viel stärker vorstellen, Demokratisierung von Schulen, auch auf Bundesebene die Debatte darüber, was soll Schule leisten, wie können Schülerinnen und Schüler mitbestimmen. Also daher kann ich mir immer noch mehr vorstellen, aber von der Finanzierungsfrage und von dem, wie auch der Bund Verantwortung übernimmt, war ich schon sehr begeistert, als ich das Sondierungspapier gelesen habe und bin auch sehr optimistisch, was die Koalitionsverhandlungen angeht. Ich möchte mal noch mal auf das große Thema Klimaschutz eingehen. Also die Solardachpflicht für gewerbliche Neubauten soll kommen. Der Kohleausstieg, heißt es, soll bis 2030 idealerweise gelingen. Ihre Kolleginnen und Kollegen von der Grünen Jugend sagen, das reicht alles nicht. Und auch Fridays for Future ist absolut nicht zufrieden. Da hören wir mal kurz rein. Wenn der Kohleausstieg bis 2030 nur idealerweise durchgeführt werden soll, dann reicht das eben nicht. Das ist unsere Zukunft und idealerweise eine Zukunft zu haben, das ist eben nicht, was wir brauchen. Dieses Papier entspricht eben auch nicht den Erwartungen, die Karlsruhe eigentlich an die neue Regierung auch gestellt hat. Die ist eben ganz klar, und zwar eben mehr zu machen und unsere Generation zu entlasten. Frau Rosenthal, sehen Sie Ihre Generation entlastet? Ich glaube auf jeden Fall, dass da die richtigen Schritte eingeschlagen werden. Also wenn ich mir gerade diese Punkte, die Sie auch angesprochen haben, anschaue, dann ist das, glaube ich, schon mehr, als wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben. Ich verstehe auch total, dass man sagt, das reicht immer noch nicht. Gleichzeitig sehe ich aber natürlich auch, dass wir gerade beim Ausbau der erneuerbaren Energien, und da teile ich die Frustration von allen jungen Menschen, überhaupt verschlafen haben und jetzt ist viel zu wenig vorangeht. Und deswegen müssen wir ja eine Energieversorgung des Landes sicherstellen und gleichzeitig gucken, dass wir da endlich vorankommen. Ich glaube, da sind diese Fragen von Genehmigungsverfahren, die Punkte von Ausbauzielen extrem wichtig. Das ist was diese Regierung sofort anpacken muss und sofort angehen muss, damit wir eben aus der Kohle auch früher aussteigen können. Es ist auch ein Ziel, was ich habe und was wir erreichen wollen und müssen. Nur wir müssen gleichzeitig eben auch auf die Frage von Energieversorgung schauen. Und da so einen Spagat zu finden, ist super schwer. Es geht in die richtige Richtung. Und ich hoffe, dass wir im politischen Handeln dann noch Tempo reinbringen können. Herr Teutrine, wie steht es denn da um Ihre Partei? Ihr Parteikollege hat gestern etwas getwittert, das schauen wir uns mal kurz an. Vielleicht können wir den Tweet mal kurz zeigen. Da sehen wir es. Wir könnten einfach einen Satz mit "Alles wird morgen abgestellt" da reinschreiben und ihr würdet trotzdem diese Aktion machen. Habe die Vermutung, da geht es mittlerweile weniger ums Klima als ums Ego. Also da ging es um die Forderungen von Fridays for Future, die Ihr Kollege kritisiert. Wie hilfreich sind solche Äußerungen während der Verhandlungen? Ja, wir reden sehr, sehr viel über Ziele und wir könnten jetzt da reinschreiben, nochmal 5 Jahre früher aussteigen, und wir haben auch im Wahlkampf sehr viel über Ziele geredet und es ist auch gut, dass wir uns da am Pariser Klimaabkommen orientieren, nur wir müssen auch nicht nur über Ziele sprechen, sondern wir müssen diese Ziele auch wirklich erreichen. Wir haben die Pariser Klimaabkommen mit Zielen und die werden ja verfehlt und das ist ja die Kritik und deswegen finde ich das auch richtig, dass man erstmal auch darüber, über den Weg zum Beispiel diskutiert, also Genehmigungsverfahren beschleunigt.
beschleunigen für die erneuerbare Energie. Und ich möchte etwas noch grundsätzlich zu diesem klimapolitischen Diskurs beitragen. Ich finde es richtig, dass sich die Koalition klar zur sozial-ökologischen Marktwirtschaft, Betonung liegt auf Marktwirtschaft, verständigt hat. Weil kein Land dieser Welt wird Deutschland folgen, nur weil wir sehr gut Verzicht üben, Deindustrialisierung und Arbeitsplätze gefährden. Wir haben jetzt schon die höchsten Strompreise dieser Welt. Die anderen Länder dieser Welt werden uns nur folgen, wenn wir beweisen, man kann Wohlstand und Klimaschutz, Marktwirtschaft und Klimaschutz und das alles auch bezahlbar. Und deswegen glaube ich, helfen nicht immer vom Rand nur die Kommentare zu machen, sondern ich bin sehr froh, dass wir da, glaube ich, eine gute Mischung aus Ökologie und Ökonomie gefunden haben. Sicherlich muss da jetzt einiges an politischer Lyrik auch nochmal ausdifferenziert werden. Finde aber auch, da hat der Max Mortos sehr provokant formuliert, aber durchaus einen Punkt, dass ich manchmal das Gefühl habe, es ist eigentlich egal, was die Politik da macht. Am Ende ist Fridays for Future unzufrieden, weil in Wahrheit wollen sie ein System Change und die Marktwirtschaft überwinden. Das lassen wir mal so stehen und gehen aber nochmal auf ein Thema ein, das unsere Userinnen und User im Netz wahnsinnig interessiert, nämlich die Frage, wie sieht es mit der Cannabis-Legalisierung aus? Ich würde sagen, gut. Jens, was sagst du? Ich glaube, da gibt es eine große Einigkeit. Das ist mehr eine fachliche Frage. Ja, die SPD, die hadert manchmal noch ein bisschen und will eine Entkriminalisierung. Aber wenn Jessica auch sagt, sie glaubt, das sieht gut aus, dann gibt es dort, glaube ich, auch eine Einigung. Jetzt geht es ein bisschen um die Umsetzungsfrage. Ich finde es auch ehrlicherweise richtig, dass es noch nicht im Sondierungspapier vereinbart wurde. Da wurden die ganz großen gesellschaftlichen Linien vereinbart. Ich bin selbst ein glühender Anhänger für die Legalisierung von Cannabis. War auf Global Mariana Märschen, auf Messen und setze mich für dieses Thema ein. Aber es ist dann, glaube ich, schon richtig, das im Koalitionsvertrag anzusiedeln. Und am Ende geht es da ja auch darum, mit welchem Modell machen wir das. Wir favorisieren die lizenzierten Fachgeschäfte, weil die Qualitätsstandards schaffen, weil sie Jugendschutz gewährleisten und weil sie die Chance haben, auch den Schwarzmarkt entgegenzutreten. Das sehen die Grünen sehr, sehr ähnlich und deswegen bin ich optimistisch, dass das am Ende des Koalitionsvertrags drin sein muss, auch wenn wir am Ende mehr als eine Ampelkoalition sein möchte, die jetzt nur ein bisschen Kiffen freigibt, ist ein wichtiger Punkt, den unterstreichen alle Jugendorganisationen gemeinsam. Es gibt aber auch noch andere gute Punkte, die wir noch verhandeln müssen. Ja, das sehe ich vielleicht, um das nur noch kurz zu ergänzen, ganz genauso. Wir haben dafür ja auch innerhalb der SPD Überzeugungsarbeit geleistet als Jusos auch über viele Jahre hinweg und wir sind ganz froh, dass da auch die SPD und unsere SPD-Verantwortlichen sich haben überzeugen lassen. Von daher stehen an der Stelle, glaube ich, die Ampeln auf Grün. Frau Rosenthal, lassen Sie uns zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz übers Personal reden. Keine Angst, es geht nicht um Namen, aber es geht darum, was die SPD möchte. Die möchte nämlich die Posten paritätisch besetzen, also gleichmäßig mit Männern und Frauen. Und FDP-Vize Kubicki sagt, das ist Quatsch. Er möchte, dass die Qualifikation ausschlaggebend ist. Wie kommen Sie da zusammen? Das kann ich Ihnen nicht sagen und ich sage Ihnen auch ganz klar, dass das für mich zu diesem Zeitpunkt keine Rolle spielt, weil ich über die Inhalte sprechen möchte und wir erstmal über die Inhalte überhaupt klar werden müssen, bevor es um Personal geht. Da bin ich auch ein bisschen vorgeprägt von der Großen Koalition, wo auch immer ganz, ganz viel über Personal geredet wurde und ganz wenig dann über Sachthemen, vor allem seitens der Union. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt hier anders. Das sind alles drei Parteien, die total für Inhalte brennen, ganz unterschiedlich. Ich glaube, man hat schon heute gesehen, Jens und ich sind auch nicht immer einer Meinung, aber auf jeden Fall die Sachthemen nach vorne stellen. Und da würde ich gerne bei bleiben. Trotzdem sage ich aber auch, und das ist für mich mehr als nur Personalfragen, dass es natürlich eine Repräsentanz von Frauen braucht. Und ich sage das auch als junge Politikerin. Es ist für uns wichtig, auch zu sehen, was wir für starke Menschen und starke Frauen in der Politik haben. Und ich finde, dass das auch auf jeden Fall drin sein muss. Aber wie gesagt, das steht ganz am Ende von den Gesprächen, die ja jetzt gerade erst starten. Okay, machen wir vielleicht zum Schluss noch eine kleine Schlussrunde. Ich möchte Sie bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen. Herr Teutrine, damit es mit der Ampel bis Dezember klappt, muss die SPD so wie die Grünen und die FDP weiter an den neuen politischen Stil festhalten. So wie Jessica und ich das gemacht haben, wir streiten inhaltlich in einigen Punkten, wir suchen am Ende Gemeinsamkeiten, es gibt vertrauensvolle Gespräche und wir suchen das Gemeinsame und das Ziel ist ein Aufbruch für unser Land. Frau Rosenthal, damit es mit der Ampel bis Dezember klappt, muss die FDP?
Genau, auch an diesem Stil weiter festhalten und vor allem die jungen Menschen nicht aus dem Blick verlieren, weil auch da sind Jens und ich uns sehr einig, die brauchen eine Stimme, die sind zu wenig gehört worden und das müssen wir ändern. Und dafür sind wir beide hier mit vielen auch von der Grünen Jugend und da freue ich mich auch auf eine parlamentarische Arbeit, die sich vielleicht ein Stück weit verändern wird. Also was wir heute Abend, glaube ich, festhalten können, ist, dass man bei Jusos und Julis schon ein sehr konstruktives und harmonisches Miteinander spürt. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch und wünsche Ihnen gutes Gelingen bei den weiteren Verhandlungen. Tschüss. Machen Sie es gut. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ja, und auch Ihnen vielen Dank für die Fragen, Kommentare und fürs Dabeisein. Einen schönen Abend noch. Bis bald. Tschüss.